Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Be Legendary, der Upgrade-Serie hier auf dem Kanal. In der heutigen Episode spielen wir das erste Mal mit unserem komplettierten Gold-Team, denn in der letzten Episode haben wir die beiden letzten Upgrades vorgenommen, beziehungsweise haben die letzten Upgrades erspielt. Das waren die beiden Außenverteidiger. Habt ihr in den Kommentaren wieder mal Vorschläge gemacht, welche Spieler denn reingenommen werden sollen, und ich habe mich für zwei Außenverteidiger entschieden. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da ist eine großartige Unterstützung. Natürlich kommt es auch heute wieder auf eure Unterstützung an. 1000 Likes wären richtig nice, aber natürlich sind auch die Kommentare wichtig, denn wenn ihr da reinschreibt, wen ihr haben wollt, dann habe ich mehr Auswahl. Erstmal kommen wir zu den Upgrades für heute. Das sind Santiago Garcia, beziehungsweise, ja, Santiago Garcia wird nicht zu Opare, sondern zu Insua, und Chandler wird zu Opare. Hab hier die beiden Karten vertauscht, aber das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall sind diese beiden unsere neuen Außenverteidiger, der argentinische Linksverteidiger vom VfB Stuttgart mit allen Werten über 70 und der ghanaische Rechtsverteidiger, der momentan bei Augsburg noch keine Rolle spielt, natürlich auch wegen Paul Verhaag. Aber ich denke mal trotzdem, dass diese beiden Karten sehr, sehr stark aussehen, habe ich für die entschieden, weil Paare schnell ist und allgemein sehr gut aussieht und ich ihn bereits einmal gespielt habe und der mir da sehr gut gefallen hat, und Insua einfach, weil er mich so ein bisschen an Panda erinnert und weil Panda ja nicht mehr ein Ultimate Team ist und er immer mein Lieblingsspieler war, wie ihr eventuell wisst. Ich erinnere nur an Do the Panda Schreck. Wer die Serie noch kennt, der lässt bitte auch mal einen Daumen nach oben da, das würde mich wirklich mal interessieren, ob es da noch irgendjemanden gibt. Gut, wir kommen dann direkt mal, würde ich sagen, zu, ja, der Mannschaft, wie sie momentan aussieht, und zwar ist das folgendermaßen. Wir haben da zum einen natürlich im Tor Ron Robert Zieler, in der Defensive haben wir Kyrgiakos Papadopoulos, John Anthony Brooks, Timothy Chandler momentan noch und Santiago Garcia. Die werden natürlich jetzt gleich ausgetauscht für Daniel Opare und auf der linken Seite für Emiliano Insua. Im zentral-defensiven Mittelfeld haben wir Joshua Gilavogi auf der 10, Hakan Çalhanoğlu rechts, Ibrahima Traoré links, haben wir den Kollegen Philipp Kostic in der Sturmspitze, Lars Stindl und Raul Bobadilla. Jetzt kommt es übrigens darauf an, was ihr meint, denn es geht jetzt um legendäre Upgrades, das heißt um Spieler, die auf meinem Kanal bzw. für mich eine gewisse Rolle spielen. Das sind zum einen beispielsweise Lord Bentner oder Salif Sané, also Spieler, mit denen ich mich identifiziere, beziehungsweise die für mich eine gewisse Rolle spielen. Ich denke mal, ihr werdet da schon ganz coole Vorschläge machen. Haut auf jeden Fall mal ordentlich in die Tasten und dann weiß ich Bescheid, was ihr da gerne sehen möchtet. Im ersten Spiel spielen wir gegen eine Fünferkette und das ist im Normalfall nicht so schön, denn meistens sind Fünferketten sehr, sehr stark und Yael Begovic, den geht dann direkt mal im Spiel, und das war allgemein die Story dieser Partie. Hier gibt es einen Eckball nach knapp 23 Minuten. Der wird in die Mitte gebracht, nicht von Ron Robert Zieler, sondern von unserem Standardspezialisten Hakan Çalhanoğlu, und da sehen wir schon, wir haben Kopfballspezialisten, und zwar Gilavogi, der köpft aber nicht aufs Tor, sondern das Ganze wird abgewehrt, und aus der Distanz kommt Daniel Opare, der kann nämlich schießen und das geht ganz knapp am Tor vorbei, aber es klappt beim 0:0. Chancen für den Gegner gab es eigentlich überhaupt nicht. Ich spielte auf ein Tor, beziehungsweise das Spiel ging auf ein Tor, aber der Ball wollte einfach nicht rein. Bobadilla kriegte die nächste Chance nach 28 Minuten, aber wieder ist Begovic da und es wurde immer schlimmer. Das ist ja allgemein meine Nemesis, ihr wisst es, der hält nämlich alles gegen mich, und auch in dieser Situation war er wieder mit den Fingerspitzen dran und hält diesen wunderbar platzierten Kopfball. Dann kommt Lars Stindl und wird hier gefoult. Leider Gottes nicht auf der Strafraumkante, sonst hätte es Elfmeter gegeben. So gibt es nur einen Freistoß, und leider Gottes habe ich den mit Hakan Çalhanoğlu voll in die Mauer gesetzt, und von daher können wir aus dieser Situation keinen Profit schlagen. Kurz vor der Halbzeit bleibt es also beim 0:0. Sind aber noch nicht ganz in der Halbzeit, denn wir kommen noch mit Insua, der flankt in die Mitte, aber wieder ist Begovic da und pflückt den runter. Danach war dann Halbzeit, es stand noch 0:0, dann kam die erste Chance für den Gegner und es stand zum Glück nicht 0:1, das wäre bitter gewesen, hätte Crew hier direkt mal das 1:0 gemacht. Allerdings habe ich mich schon ein bisschen geärgert, ich war frustriert, und das ist normalerweise kein guter Ratgeber, denn dann wird es erst recht nicht. Opare mit der Flanke, da ist Stindl und dort setzt den Ball wieder am Tor vorbei. Er wollte nicht rein, das war die 70. Minute, wir gehen in die 75. Da haben wir dann Çalhanoğlu und der mit dem Ball auf Raul Bobadilla, der auf Stindl frei vom Kasten Begovic. Das ist unfassbar, was der rausgeholt hat. Wie gesagt, meine Nemesis, der spielt gegen mich jedes Mal wieder Weltklasse, und auch hier sieht man in der nächsten Situation wieder mal, warum oder was ich meine. Hakan Çalhanoğlu, ja, Begovic war nicht dran, aber Begovic hat immerhin den Kasten so zugestellt, dass Çalhanoğlu den Ball nicht reinmachen konnte. Und wenn du sowieso schon so ein Abschlusspech hast, dann kommt auch noch Richtiges dazu. Freistoßspezialist am Tor vorbei, und zwar kläglich. War aber noch nicht die letzte Situation, kann ich euch schon mal sagen. Ein Freistoß gab es noch. Nachspielzeit, Ball von Bobadilla auf Stindl gespielt. Stindl mit dem Lupfer. Begovic ist natürlich da, hat die Körpergröße, um das zu verteidigen. Nochmal auf der anderen Seite eine Chance. Nein, wir sind bereits in der Verlängerung. 95. Minute, Philipp Kostic mit der Flanke und wieder kommt keiner ran. Es war so ein bisschen Heckmeck. Wir sehen, wir spielen uns am Strafraum fest, spielen um den Strafraum rum, kriegen den Ball einfach nicht ins Tor. Schönes Solo von Kostic, dann kommt aber nicht zum Abschluss. Spielt den Ball nochmal in den Rückraum, da steht Lars Stindl. Auch der wird am Abschluss gehindert, aber immer noch ist die Szene nicht vorbei. Kommt nochmal zu Çalhanoğlu, der schießt und wieder ist Begovic da. Wer sollte es auch anders sein? Natürlich hält der Keeper der, ja, des FC Chelsea, beziehungsweise der Ersatzkeeper des FC Chelsea, hier seine Mannschaft im Spiel. Anschließend der Ecke Hakan Çalhanoğlu. 98. Minute. Kopfball von Gilavogi. Ja, war ja klar. Begovic ist da und verhindert auch dieses Tor.
Es war zum Mäusemelken. Ich habe den Ball nicht reinbekommen. Es wollte einfach nicht werden. Nächste Ecke, direkt danach. Diesmal reingemacht von Raúl Bobadilla auf den Kopf von Philipp Kostic. Und auch der setzten drüber. Es ist unfassbar. Aber dann war es endlich soweit. In der 101. Minute. Ball auf Ibrahima Traoré. Der verliert den. Bobadilla, Gilavogi, Entschuldigung, nochmal in den 16er. Da ist Traoré und der wird gefoult. Und es gibt nach 103 Minuten den Elfmeter für uns, den Elfmeter für den HSV, den Elfmeter für Hannover 96 und für ja, Be Legendary FC. Zieler wird nicht schießen, ist klar, es wird Stindl machen. Denn irgendwer muss hier ja mal ein Upgrade rausholen, beziehungsweise muss ja mal ja, die Verantwortung übernehmen gegen Begovic und er macht ihn rein. Begovic ist zwar theoretisch wieder da, aber ein bisschen zu spät diesmal und dementsprechend steht es 0:1. Mir ist so eine Last von den Schultern gefallen, ihr könnt euch nicht vorstellen. Ecke von Zieler rein, ist riskant bei dem Spielstand, aber wir legen ab auf Çalhanoğlu. Der wäre wohl drin gewesen, aber leider Gottes abgefälscht vom Verteidiger und auch der zweite Schuss nicht mehr auf den Kasten, weil abgefälscht. Ist extrem bitter, aber wir bekommen nochmal eine Chance mit Çalhanoğlu und auch die ist wieder nicht drin. Begovic hat, glaube ich, in diesem Spiel insgesamt 15 Paraden gemacht, was einfach nur übertrieben ist. Nochmal Opare legt ab auf Philipp Kostic, der wird gefoult. Ich habe gesagt, es gab noch einen Freistoß. 120. Minute, meine Freunde. Ron-Robert Zieler wird nicht schießen. Nein, das macht Hakan Çalhanoğlu. Und er macht es richtig gut. Aber wieder nicht drin. Es kommt auch noch Pech dazu. Es ist unfassbar, aber es war egal. Denn es war die letzte Chance der Partie. Wir gewinnen mit 1:0. Die beiden besten Spieler sind Jonathan Brooks und Emiliano Insua. Ich könnte mich ja auch für Kostic entscheiden. Allerdings nehme ich da Brooks, weil ich den ja nicht so geil fand, jetzt ehrlich gesagt. Und dementsprechend lieber auf den verzichte, als auf Philipp Kostic, der auf der linken Außenbahn wirklich ein sehr, sehr starker Spieler ist und eine sehr gute Addition zu unserer Mannschaft. Und natürlich hat er vor allem auch den Strongling zumindest gehabt zu Insua. Eure Aufgabe Nummer 1, also einen Innenverteidiger zu finden. Ich gebe da mal Tipps. Marcelo. Allerdings werde ich Marcelo, glaube ich, eher nicht benutzen. Trotzdem habt ihr da bestimmt Ideen. Darf übrigens nur aus der Bundesliga sein, muss man Natur sagen. Und Linksverteidiger, ja, Panda existiert nicht mehr. Vielleicht fällt euch irgendwas anderes ein. Ein Spieler, den ich irgendwie sehr gerne mag, wo ich mal erwähnt hatte, dass ich ihn cool finde. Ich bin gespannt. Anderes Spiel, beziehungsweise das zweite Spiel der Episode. Diesmal gegen ein Premier League-Team vorne mit Martial, Benteke und ja, Sadio Mané, der ja eventuell zu Bayern wechseln soll. Coman hat zwar gesagt, dass er niemals kommen wird. Also Coman, ne? Nicht Coman, der Franzose, sondern Coman, der Niederländer. Allerdings weiß man nicht, was passieren wird. Doch, man weiß es. 1:0, Traoré, 3 Minuten gespielt, haben wir die Story auf jeden Fall schon mal erzielt. Wieder gegen Begovic, aber diesmal ist er schneller, besiegt sogar ganz schnell und der guineanische rechte Mittelfeldspieler macht seine Bude. Auf jeden Fall, Mané momentan im Gespräch bei den Bayern und bei ganz vielen anderen Vereinen, aber Coman hat gesagt, er wird nicht unter 100 Millionen gehen. Die zweite Chance dann vereitelt von Begovic hier, die nächste Chance von Bobadilla wäre ein Kopfball gewesen, kommt aber nicht aufs Tor, dann schwach verteidigt von der Defensive, kommt zu Çalhanoğlu, der zieht ab, aber der hat irgendwie kein Glück in dieser Episode, er will das Tor nicht treffen und dementsprechend weiterhin 0:1. Auf der anderen Seite dann eine Chance durch Sadio Mané. Allerdings scheitert er an Ron-Robert Zieler. Ja, der war da tatsächlich noch dran. Der hat den Ball am Tor vorbei gelenkt. Mané kann es gar nicht fassen, dass er die Chance vergeben hat. Aber es ist wahr. Dann Çalhanoğlu mit einem Freistoß. Aber Begovic wieder mal da. War auch nicht sonderlich gefährlich. Allerdings der Abschluss ganz, ganz schlecht. Der Abschluss. Gilavogi spielt nochmal auf Stindl. Ball kommt nochmal zu Joshua Gilavogi. Und Begovic mit einer klasse Parade. Da zeigt er wieder, was er kann. Der Abwurf war nicht so geil. Aber dafür diese Parade. Ecke von ja, Çalhanoğlu auf Stindl reingeschlagen. Abgefälscht. Es gibt noch einen Eckball. Aus dem wurde dann überraschenderweise mal wieder nichts. Aber wir springen in die 45. Minute, Hakan Çalhanoğlu mit dem Ball auf Lars Stindl, der kommt nicht ran. Habegovic macht dann den Fehler, hier den Ball direkt in die Füße von Bobadilla zu passen. Und wir wissen, Bobadilla kann Lupfer, hat er ja bereits einmal bewiesen nach einem Torwartfehler. Und hier war das 0:2 zur Halbzeit. Dementsprechend die Entscheidung dieser Partie, weil der Gegner absolut nicht nach vorne gekommen ist. Und ich kann das schon mal vorwegnehmen, nachdem wir uns hier nochmal den Fehler von Begovic angeguckt haben, dem Gegner hat es dann auch gereicht. Und er hat die Partie beendet, beziehungsweise die Verbindung abgebrochen. Dementsprechend Rage Quit. Und wir haben bereits die zweite Partie dieser Episode abgeschlossen. Auch hier gibt es natürlich wieder Bewertungen, die wir uns angucken müssen, über die wir reden müssen. Und diesmal ist es Raúl Bobadilla mit einer 8,3er Bewertung, mit mehr 8,3er Bewertung. Und Hakan Çalhanoğlu ebenfalls mit 8,3. Das heißt, wir brauchen auch einen neuen Zehner und einen neuen Stürmer. Ich glaube, gerade auf der Stürmerposition ist es relativ einfach, da zu entscheiden, wer kommen soll. Ihr habt auf jeden Fall die Aufgabe. Hier seht ihr nochmal die 4 Spieler aufgelistet. Ein Innenverteidiger, ein Linksverteidiger, ein Zehner und ein Stürmer. Ich hoffe, ihr habt kreative Vorschläge in den Kommentaren. Und wir sehen uns dann, würde ich sagen, beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.